Herzlichen Dank. Zunächst einmal möchte ich mich beim Kollegen Pasalina bedanken für die sehr, sehr gute Zusammenarbeit. Das war ein schweres Stück Arbeit, aber Sie waren immer kooperationsbereit. Ich möchte mich aber auch beim Kommissar bedanken dafür, dass er über viele, viele Monate hinweg Zähigkeit bewiesen hat und bei dem Projekt treu geblieben ist. Sie werden sehen, Herr Kommissar, am Ende zahlt sich Ihre Hartnäckigkeit aus, trotz aller Widerstände, die Sie ja von Anfang an, vor allem auch aus der Welt der Wissenschaft, erfahren haben. Seit Präsident Barroso sich vom MIT offenbar inspirieren ließ und die Idee in die Welt brachte, ein europäisches Technologieinstitut zu schaffen, hat sich diese Idee, hat sich dieses Projekt gewandelt. Sieht heute anders aus als in der Ursprungsversion. Und das ist auch gut so, weil wir waren am Anfang noch etwas schwammig in der Formulierung. Jetzt ist ein europäisches Projekt daraus entstanden und es vor allem etwas Neues ist entstanden. Wir sind ein Kontinent der Ideen, meine Damen und Herren. Wir wissen das. Wir sind sehr gut in Forschung. Wir sind sehr gut in Wissenschaft. Wo wir aber Schwierigkeiten haben, ist es, diese Ideen, diese wunderbaren Ideen, die die Welt revolutioniert haben, in konkrete Produkte umzusetzen. Das ist unser Problem. Wenn es also darum geht, Forschung zu definieren als Geldinvestition in Wissen, dann wäre Innovation der umgekehrte Prozess. Aus dem Wissen wird ein Produkt, eine Lizenz, ein Patent, wird wieder Geld. Das ist unser Schwachpunkt in Europa. Und hier genau kann das EIT, das Europäische Technologieinstitut, helfen. Selbstverständlich ist dieser Verordnungstext hier nicht der ganz große Wurf. Das kann man an der Stelle schon sagen. Es ist ein Kompromiss. Es ist aber ein guter Kompromiss. Und es liegt jetzt an uns, das auch in die Bevölkerung zu tragen und das auch vor allem mit den Beteiligten zu klären. Die Berichterstatter haben sehr gut zusammengearbeitet. Und wir dürfen das ganz große Ziel nicht aus den Augen verlieren. Denn das Zielpublikum dieses EITs, das sind insbesondere die kleinen und mittelständischen Unternehmen. Das ist auch das Wissen bei Universitätsinstituten abzurufen. Aber es geht vor allem um diesen Prozess der Vernetzung, der bei uns eben nicht so klappt. Ich möchte auf einige strittige Punkte eingehen. Die Kommission schlägt vor, dass sie selbst die strategische Agenda des EIT vorbereiten soll. Da würde ich sagen, das sollten wir so nicht tun. Es muss, wie beim Europäischen Forschungsrat, auch hier eine Autonomie geben. Sonst hat der Privatsektor kaum eine Chance. Dann muss die Frage des geistigen Eigentums so geklärt sein, dass es attraktiv ist, auch für ein mittelständisches Unternehmen, sich im EIT zu beteiligen. Natürlich brauchen wir ein EIT, das eine Brand ist, ein Markenname. Und wir wollen ein starkes EIT. Und wir wollen auch nicht nur ein Pilotprojekt. Denn das würde viele Investoren abschrecken. Und wir brauchen die Investoren. Lassen Sie mich zur Finanzierung noch etwas sagen. Seit geraumer Zeit spreche ich persönlich von dem Thema der Lissabonisierung unseres Haushaltes. Das heißt, den großen Etat, den wir haben im Bereich Agrar- und Regionalpolitik, den können wir lissabonisieren. Und offenbar sind wir ja jetzt an einem Punkt, wo wir darüber sprechen, dass das Thema Galileo und EIT in einen Topf gepackt wird. Und das kommt der Lissabonisierung schon sehr, sehr nahe, dass wir nämlich in Innovation investieren. Also Butter bei die Fische. Ich fordere die Kollegen auf, morgen mit großer Mehrheit diesem Kompromiss zuzustimmen. Ihnen, Herr Pasalina, nochmal herzlichen Glückwunsch für die Arbeit. Dankeschön. Grazie.